Hallo und willkommen zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Ja, passend zum winterlichen Wetter machen wir heute ein Dopfgericht und zwar gibt es Grünkohl aus dem Dopf. Hat jetzt so in dem Sinne mit Barbecue weniger zu tun, aber ist trotzdem eine sehr leckere Sache. Was wir alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Das sind jetzt also die Zutaten, die wir brauchen. Hier seht ihr den Grünkohl, der ist jetzt schon gehackt. Das ist eigentlich jetzt nicht so optimal, wenn ihr jetzt frischen habt oder ihr habt welchen, der tiefgefroren war, der noch in ganzen Stücken ist, wäre das sicherlich besser. Anderen hatte ich jetzt nicht, also nehme ich den. Hier habe ich Mettwürstchen, Kassler, Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüsefond, Gemüsebrühe und noch ein bisschen Speck. Dann habe ich hier noch ein bisschen Butter. Mit der Butter wird einfach nur der Dopf ein bisschen eingerieben. Mehr brauchen wir davon nicht. Und jetzt bereite dich mal vor. So, jetzt geht es damit los, dass wir die Sachen in den Dopf schichten. Hier ist also mein 12er Dutch Oven. Und los geht es jetzt eben damit, dass ihr euch so ein Butterstück nehmt und die Seiten und den Boden vom Dutch Oven damit einreibt. So, wenn ihr dann den Boden vom Dutch Oven eingerieben habt, kommen als nächstes die Speckwürfel auf den Boden. Und dann legt ihr die Zwiebeln, die ihr in so Streifen geschnitten habt, da rein. Wenn die Zwiebeln dann drin sind, kommt die erste Lage Grünkohl. Wie gesagt, normalerweise hättet ihr jetzt Grünkohl in ganzen Blättern oder eben sogar frisch. Das wäre mit Sicherheit besser als dieses Gekrümels hier. Aber geschmacklich gibt sich das Ganze natürlich nichts. So, wenn dann die erste Schicht Grünkohl drin ist, dann kommen die Kartoffeln. Kartoffeln habe ich in so Würfelchen geschnitten. Wenn die Kartoffeln drauf sind, kommt die Hälfte vom Kassler auch noch mit da dran. Jetzt kommt die andere Hälfte vom Grünkohl. Und der Rest vom Kassler. Wenn ihr das soweit alles im Dopf drin habt, mache ich oben noch ein bisschen Pfeffer drüber. Salzen braucht man das Ganze aufgrund des ganzen Specks, der da drin ist, natürlich nicht mehr. So, und dann habe ich jetzt hier noch ein Glas Gemüsefond. Den gieße ich jetzt einfach oben drüber. Und zu guter Letzt werden jetzt die Mettwürstchen oben noch draufgelegt. Ihr seht also, das ist ein All-in-One-Dopf-Rezept. Einfach alles in den Topf rein, Deckel drauf und 2 Stunden warten. Und das ist es jetzt. Das ist der Grünkohldopf. Die Kohlen habe ich schon vorgeheizt. Und jetzt machen wir mit den glühenden Kohlen weiter. So, wie ihr sehen könnt, die Briketts sind ordentlich vorgeglüht. Habe ich jetzt also 9 Briketts unten. Und der Rest kommt oben drauf. Und das ist es jetzt erstmal. Jetzt heißt es 1,5 Stunden, knappe 2 Stunden warten und dann kann schon gegessen werden. Inzwischen ist eine gute Stunde rum und ich nehme jetzt mal gerade den Deckel hoch und werde die Würstchen anstechen, damit der Saft, wie ihr das sehen könnt hier, läuft direkt der Saft aus den Würstchen raus, damit der Saft eben schön in den Kohl laufen kann. Auf dem Weg drehe ich die Würstchen dann auch mal um und dann kommt der Dopfdeckel wieder drauf.
Und jetzt nochmal eine Stunde warten und dann können wir essen. 2 Stunden sind inzwischen vergangen und jetzt machen wir mal den Topf auf. Boah, und Leute, ich kann euch sagen, hier ist ein Duft im Carport wieder vom Allerfeinsten. Das sieht sehr gut aus und ich denke, wir können jetzt essen. So, das ist jetzt also hier unser Grünkohltopf. Ich schiebe jetzt mal ein bisschen die Würstchen beiseite. Was auch ganz wichtig ist, dass das nicht komplett trocken ist, sondern dass da nach unten so ein bisschen Brühe mit drin ist. Weil, ich weiß, vielleicht kennt ihr Grünkohl von früher. Das habe ich immer geliebt, die Kartoffeln in dieser Brühe klein machen. So sieht es aus. Grünkohl aus dem Topf mit Mettwürstchen, Kassler, Kartoffeln, ein Hammer. Genau das Richtige bei so kaltem Wetter. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.